Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Isle 2 mit mir, dem Captain. Und ich spiele die Mission Nummer 19. Und die haben ja auch Namen, sieht man hier unter der Missionsnummer. Die Höhle. Ich bin in Runde 5 von 31. Da bin ich mal gespannt. Also, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Denn er hat es mir ja gesagt, sonst werden vielleicht noch Sicherheitskräfte aktiviert, ne? So. Dem da hinten will ich eigentlich gern mit mehreren Einheiten begegnen. So. 3, 4, 5 Felder. So, 5 Felder. Kannst du maximal 5 Felder fahren? Nein, du kannst sogar 8 fahren. Ja. Ich hoffe nur, dass dann... Ja, da muss ich einen Sprit-Heini hinterher schicken. Das geht nicht anders. 1, 2, 3... Ach so, da kann ich nicht beide gleichzeitig machen. Ach, okay, gut. Nee, da kann ich echt nicht beide gleichzeitig machen. Vielleicht kommt da ja raus irgendwie, ne? Wenn ich dahin fahre und den beschieße, kommt er dann mit dem raus? Ja, aber dann kann ich ihn trotzdem nicht erreichen. Das ist doof hier drin, ne? So, wenn ich den jetzt hier hinstelle, kann ich hoffentlich das nächste Mal 3, 4, 5, 6 den Sprit kriegen. So, da kriegst du auf jeden Fall hier genügend davon. So, probieren wir mal so. Gehen wir mal nicht zu weit vorweg. Siehst du, da kommt doch schon ein Männchen nach vorne. Okay, mehr setzt er nicht. Mehr setzt er uns nicht in den Weg. Moment. Du hast nur einen. Du hast noch 4. Du hast 3. Dann kriegst du den. So. Was ist mit dir hier ganz hinten? Du kannst bis da vorne hinfahren. Du hast so viel. Du hast so viel. Dann kriegst du den. Und du fährst dahin. Und kriegst den. So. Und dann düsen wir mal nämlich hier oben, hier drinnen rum, ne? So. Gucken wir mal. Ach so, du wolltest, solltest auch Sprit kriegen? Ja, richtig. Ihr solltet euch hier ein wenig gegenseitig befruchten, war das Thema.
So, damit ihr nämlich auch wieder alles könnt. So. Ihr seid ja voll. Kannst du ja sogar bis dahin fahren. Und du sogar auch. Zack. So, du kannst sowieso nur bis da hinten hindüsen. Dafür, dass du weggehst, ne? Damit haben wir zumindest schon mal einen Munitanker wieder weg. Okay. Da ist nichts in Sicht. Dann machen wir das so. Du kannst den auch mal befüllen. Du da in der Mitte mit dem Panzer durchfährst, ne? Na, kommst du auch nicht weit. So. Wenn der was will, dann kommt er an den Rand und dann kann ich ihn ja schon vernichten, ne? Genau, die Trolleinheit immer schön vorne weg platzieren. Dich auch immer schön vorne weg platzieren. Oh, du kannst da sogar hinfahren? Aber dann ist er wahrscheinlich. Dann ist er wahrscheinlich dran, ne? Drei Felder kannst du dann fahren. 1, 2, 3. Kannst du dann drei Felder zurück? Ich hoffe mal. Ich glaube nicht. Wenn du dort stehst und den vernichtest, dann kannst du auch drei Felder zurück, ne? Dann kannst du drei Felder noch zurück. Ja, dann kannst du drei Felder noch zurück. Alles klar.
hier noch den diesen Buggy. Standst ein bisschen weiter oben, ne? Ja. Aha, da oben ist noch ein Geschützturm. Gut, du hast das Nashorn nur angeschossen. Zack. So. Runde 6. Und wir gehen weiter nach vorn. Unsere ganze Truppe. Du kommst bis dahin nicht hin. Wie weit könnt ihr denn jetzt eigentlich fahren mit euren Buggies? Ach, nur so weit, wie man hier sehen kann, oder was? Ja, dann machen wir halt hier Stück für Stück, was uns hier in den Weg kommt. Wie diese Nashörner. Einfach mal so auf dem Weg stehen. So, und du stehst dort. Kannst du dort jetzt hindüsen? Ja, kannst du. Alles klar, ist nur noch ein Dreier. Und zurück. Eins, zwei, drei. Ein Schienengeschütz. Ja, das machen wir zuerst weg. Und du gehst nach da hinten. So, was haben wir hier Schönes? Ah ja, ein Depot. Ach, und da haben wir noch was. Unbekanntes Objekt. Mhm.
3, so. Plopp. Plopp. So. Die ganze Panzertruppe kommt hinterher. Ja, und die Transporttruppe braucht halt noch ein bisschen. So. Also sollte der angreifen, kann ich ihn von dort aus erwischen. Gut. So, Spielrunde. 7. Oh. Wird knapp, wird knapp. Schließlich haben wir ja noch 31, über 30 Runden hier, aber das dicke Ende kommt bestimmt noch. So, komm, jetzt musst du doch aber dich mal bewegen. Nö, du bewegst dich da auch nicht, ne? Überhaupt nicht. Na gut. So, nehmen wir das mal ein. Ah ja, keine Energie, ist klar. Er hat massenhaft Energie. Was ist das? Na ja, super. Nichts. Boah, da kommst du noch nicht mal hin jetzt. Na gut. So, damit hat er zumindest mal den Skull weggemacht. So. Du hast noch zwei Dinger. Jetzt. Feuer frei. So, damit du mir nicht in den Rücken schießt. Ach, schade. Jetzt. So. Da kann er dann auch so viel reparieren da hinten, wie er will. Aber in den Rücken geschossen wird mir hier nicht. So. So, kannst nach vorne gehen. Brauchen wir gar nicht. Wir könnten auch hier weiterziehen. Ich habe hier oben noch den. Stimmt. Ja. Ja, komm, hauen wir jetzt das Nashorn erstmal an. So, dann ist es schon mal geschwächt.
Du bleibst da hinten, weil du hast auch nichts mehr. Du füllst den erst nochmal. Ja. Du hast noch einen Schuss, okay. Du hast noch genügend Treibstoff. Mal nach da oben, weil da oben war ja noch was, ne? So. Das wollen wir natürlich auch gleich einnehmen. So. Du kannst bis dahin. Du schaffst es nicht. Also, fetter Panzer gegen Nashorn. So, der hält mich auch mal wieder eine Runde auf. So, da kannst du üben. Können wir noch ein bisschen mehr sehen. Da scheint ja gar nicht so viel dahinter mehr zu sein, ne? So. Ja, wunderbar. Dann bist du auch gefüllt. Mir hier echt ein bisschen zu viel, bin am Anfang wahrscheinlich echt ein bisschen zu langsam gewesen, würde ich fast sagen, ne? Aber ansonsten, so, jetzt machen wir Spiel schon 2. Also bisher läuft es alles recht easy jetzt, ne? Ah ja, er zieht ihn weg, das ist gut. Ich meine, wenn du ihn schon mal wegziehst, ist doch umso besser, ne? Ist doch umso besser, wenn er ihn wegzieht. Ja, aber aha, okay. So, ihr könnt mal freie Fahrt machen jetzt. Der steht im Weg. Du hast keine Munition, du hast keinen Treibstoff. Du hast Munition und Treibstoff, ne? Ja, du kannst ruhig abhauen, ne? Ach, da ist ein Reparaturheini. Ah, Mist. Shit, das ist jetzt nicht so schön.
Kommst du an den noch dran? Ja, du kommst an den noch dran. Wunderbar. So, du kommst an den dran. Du kommst an den auch dran. Dann bekommst du das. Du bekommst das. Ja, super. Dich extra dahingestellt, damit du fahren kannst. Du hast ja alles, okay. Du hast alles, okay, gut. Dann Platsch und Nashorn noch wegplätten. Auch hin. Jawohl, dann fährst du dahin und füllst den. Und du gehst so hier durch. Da hinten sind. Kannst eh nur einmal fahren, ne? Ah, ja, natürlich, du kannst ja mit dem nach vorne düsen. So, damit haben wir auch unseren Demon gekillt. Ach, du hattest ja sogar noch eine Einheit drin, ne? Hast du auch, ne? Du bist der Stärkere. Du gehst vor. Wir können alle vorgehen, kommt. Fährst auch vor mit dem LKW. Wir fahren alle komplett vor, bis auf dich hier hinten, ne? Ah ja, und dich da, ne? Aber das ist eigentlich Unsinn, was ich da mache. Also den brauche ich nicht killen. Den brauche ich nicht killen. Die zwei killen, die Türmchen und dann bin ich da oben doch schon drin, oder? Ich meine, viel mehr kann es nicht mehr sein. So. Ich hoffe mal, dass wir es schaffen. Wir sind Runde 9. Computerzug beendet. Auf jeden Fall macht er nichts mehr großartig.
kannst du fahren. Ja, irgendwie müssen die Einheiten hier entfernt werden. Mindestens mal der hier. So, du stehst nämlich im Weg. So. Ja, genau. So wie der das hier bewacht, muss dahinter das Objekt sein. Ja, es wird schon nicht mehr richtig gemacht hier, ne? So, du hast noch einen. Ja, da ist es doch. So, schießen wir mal diesen Technotrack-Panzer weg. Damit ist zumindest mal der Hauptweg in der Mitte frei. Damit ist der weg. Okay, einer, der ist weg. So, jetzt stehst du kurz davor. Kontrollzentrum. Jede Menge Energie. Dich haben wir auch noch vernichtet. Da ist einer mitten im Garten hier. Scheinbar gibt es hier irgendwelche Gärten. Oder haben die hier einen Smiley hingemacht, ne? Zwei Augen. Und das soll der Mund sein, oder was? Das Gefühl, das ist nur noch ein Fake-Level hier, ne? Also,
Sonderlich schwer war er jetzt ja nun auch nicht unbedingt, ne? Deswegen, also finde es merkwürdig. Hier war gar nichts schwer. Oh, hat sie ein bisschen angestrengt? So, nächste Runde kriege ich ihn dann, oder was? So, Spielstand 2, überschreiben. Ja, ist klar. Du haust den noch an, ist klar. Der hat 4. Aber das war's dann, ne? Jetzt gehe ich rein und dann war's das. Ja, ich gehe aber noch nicht rein, weil ich hier noch Einheiten vernichten will, ne? So. Dich da. Dich vernichten wir da noch. So. Ja, schaffst du nicht mehr. Du aber. Plopp. Na gut, du hast 0. Du hast voll. Du hast auch voll. Komm. Geschützturm noch vernichten. Vernichtest noch das Männchen, bevor der da irgendwas wiedererobert. Gucken wir noch mal hier. Aha, da oben ist noch was. Komm, nehmen wir das auch noch mal gerade ein. Ey, prima, damit kriege ich meine erste Energie. Da ist noch ein Geschützturm, den kann ich aber nichts machen mit. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig und wir speichern ab. Damit ging der Level ziemlich flott, ne? Nummer 19. Und hinein ins Kontrollzentrum. Und General Odan meldet sich. Gratulation, Stratege. Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. 409 Heerpunkte, 91 Luftwaffe, 99 Marine. Luftwaffe und Marine haben sich nochmal verbessert im Vergleich zum letzten Mal oder war das beim letzten Mal schon? Gut. Also, damit geht's dann nächste Woche in die letzte Mission. Die vorletzte haben wir jetzt gerade gehabt, die Höhle. Jetzt geht es ans Eingemachte, Titannet zu bezwingen. Mit dem Missionscode GKEF zu. Na? Nach dem Motto, geh endlich zu, ne? Oder so. Wir sehen uns in einer Woche. Bis denne!